Hallo zusammen, in diesem heutigen Video wird es einmal um das Thema Nass- und Trockensauger gehen von der Marke Dreamy und Tineco. Das sind zwei sehr interessante Marken, die hier mit Abstand die besten Nass- und Trockensauger herstellen, die es auf dem Markt zu kaufen gibt. Wir wollen uns heute mal anschauen, mal die Vor- und Nachteile durchgehen und natürlich auch mal hier weitere Punkte davon betrachten. Denn mit solchen Geräten könnt ihr ganz einfach und bequem euren Boden reinigen und das mit einem minimalen Aufwand. Also bleibt bis zum Schluss dran, denn wir werden uns heute mal, wie gesagt, sämtliche Vor- und Nachteile von diesen Geräten uns anschauen von der Marke Dreamy und Tineco und dann auch zum Schluss unseren Vergleichssieger krönen. Alle Links zu diesen Produkten, die gibt es auch unten in der Videobeschreibung. Schaut mal dort rein, klickt mal die Links an und dann kommt ihr ebenfalls direkt auf die jeweiligen Produktseiten, wo es diese Geräte dann auch zu kaufen gibt. Natürlich könnt ihr euch dann auch gleich die Bewertungen von diesen einzelnen Produkten mit anschauen. Dann würde ich aber sagen, wir starten jetzt durch, fangen direkt an und los geht's und zwar mit Platz 3. Und auf diesem Platz landet bei uns der Tineco Floor One S5. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal dieses Gerät hier ganz genau im Detail an. Er vereint hier sehr viele Möglichkeiten in einem Gerät. Ihr könnt zum einen mal Sachen aufsaugen, den Boden nass rauswischen, aber auch noch ein paar andere Sachen dann damit anstellen, die hier von Bedeutung sind. Somit könnt ihr relativ einfach und schnell den ganzen Boden wischen und habt somit praktisch auch zum Schluss mehr Zeit für euch selber, da auch hier eine eigengebaute Selbstreinigung vorhanden ist. Ihr kann nahezu alle Gegenstände problemlos aufsaugen, egal ob Milch oder gröbere Schmutzpartikel, das geht hier problemlos und somit seid ihr wirklich sehr schnell fertig bei eurem Hausputz. Schauen wir uns dieses Gerät mal direkt hier auf der Produktseite uns an, den Link gibt es unten in der Videobeschreibung, schaut mal dort rein, klickt mal dort auf den Link drauf und dann kommt ihr direkt zur Produkteseite. Es gibt hier verschiedene Modellvarianten zur Auswahl, müsst ihr euch mal durchklicken. Unsere Variante kostet 509 Euro. Wir gehen auch kurz weiter runter zu den weiteren Details dazu. Da steht nochmal alles drin, wie zum Beispiel die Abmaße, das Gewicht, aber auch hier die Lautstärke und die Laufzeit. Passt soweit eigentlich alles hier nochmal zum Marke Tineco an sich, worum es da geht, wie sie daherkommt und dann nochmal hier ein paar weitere Detailbilder zum Floor One S5. Er verfügt auch über ein sehr großes Display an der Oberseite, da könnt ihr alles ablesen, wie zum Beispiel auch die Akkulaufzeit und natürlich auch hier die Saugleistung und natürlich ist auch die Ladestation, also die Dockingstation hier sehr interessant und damit kann sich der auch automatisch selbst reinigen. Die Bewertungen sehen ebenfalls gut aus, ist wirklich ein Top-Gerät, der seinesgleichen tut. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu Platz 2. Und dort landet bei uns der Dreamy H12 Pro Nass- und Trockensauger. Auch hier würde ich sagen, gehen wir den mal kurz im Detail durch. Der kommt mit einem sehr schönen Design daher, hat auch hier natürlich einen sehr großen Schmutzwassertank. Somit könnt ihr den auch hier wirklich sehr lange betreiben. Und auch das Reinigungsergebnis ist hier wirklich sehr gut. Er kann sehr gut aufsaugen, er hat eine sehr große Bürste dran. Und auch sonst gibt es hier im Grunde keine negativen Punkte, die hier auffallen. Ja, soweit so gut. Ich würde sagen, wir gehen auch gleich mal kurz weiter. Hier nochmal die Bedienung an der Oberseite. Wir haben hier so Touch-Tasten dran mit einem LED-Ring. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz auf die Produktseite drauf, wo es den zu kaufen gibt. Den Link dazu, den gibt es ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Schaut mal rein, klickt mal direkt auf den Link drauf, dann kommt ihr ebenfalls hier direkt auf diese Seite. Es gibt hier verschiedene Modellvarianten, wie ihr schon sehen könnt, zu unterschiedlichen Preisen. Die H12 Pro Variante kostet 399 Euro, was ja dennoch sehr interessant ist und auch die weiteren Details sehen dazu gut aus. Er lässt sich wirklich sehr einfach bedienen, hat eine Selbstreinigungsfunktion mit dabei und auch der Schmutzwassertank von diesem Modell ist hier wirklich sehr groß, sodass ihr praktisch auch hier möglichst lange damit arbeiten könnt. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum Schluss mal kurz auf die Bewertungen ein. Die fallen ebenfalls sehr gut aus. Hier gibt es hauptsächlich 4 bis 5 Sterne von vielen, die dieses Produkt auch natürlich gekauft haben. Von dem eine Kaufempfehlung. Und jetzt gehen wir weiter zu Platz 1. Und dort landet bei uns der Tineco Floor One S3, ein sehr gutes und beliebtes Mittelklasse-Modell, was im Grunde hier alle Ansprüche erfüllt. Er kommt mit einer sehr guten Reinigungsleistung daher, hat eine schöne lange Akkulaufzeit und hat sehr viele Sensoren mit dabei, die praktisch automatisch auch den Schmutz erkennen und dann dementsprechend die Leistung nachregeln. Dabei wird der Wasserfluss reguliert und natürlich auch hier die weiteren Vorgänge im Gerät an sich und auch das große Display an der Oberseite hat hier wirklich sehr praktische Vorteile. Man kann hier den Akkustand erkennen und auch die Reinigung. Die sich hier automatisch bei Bedarf regelt. Zudem gibt es hier noch weitere interessante Features, wie zum Beispiel natürlich auch hier eine Anbindung mit App und auch die Bedienung ist wirklich sehr einfach. Zudem gibt es hier eine Selbstreinigungsfunktion, somit lässt sich praktisch hier dieses Gerät automatisch reinigen, ohne dass ihr selbst dann noch was machen müsst, was hier auch besonders zeitsparend ist. Also alles in allem ein Top-Gerät. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal kurz auf die Produktseite drauf, gucken uns die nochmal ganz genau an.
Auch hier gibt es den Link unten in der Videobeschreibung, also falls ihr daran interessiert seid, klickt mal jetzt den Link an und dann kommt ihr direkt auf diese Seite. Auch hier gibt es verschiedene Modelle und der Preis von diesem Modell liegt bei 399 Euro. Also ein sehr gutes Mittelklassegerät, was auch hier zu einem sehr fairen Preis zu haben ist. Und jetzt gehen wir kurz noch die technischen Daten etwas durch. Da steht nochmal alles drin, wir können die Akkulaufzeit sehen, die Abmessung, das Gewicht und auch hier die sehr hohe Leistung. Die ist natürlich sehr gut und die Akkulaufzeit ist auch dementsprechend lang. Hier nochmal zur Marke Tineco an sich. Hier nochmal der FloorOne S3 im Detail. Also hier könnt ihr schon sehen, der kann nahezu ja alle Verschmutzungen auf dem Boden entfernen und hinterlässt dann auch ein strahlend glänzendes Ergebnis. Wir gehen jetzt am Schluss nochmal kurz auf die Bewertungen ein, denn die können sich ebenfalls sehen lassen. Also der schneidet hier sehr gut ab, auch im Vergleich zu anderen Geräten. Und auch hier können wir schon sehen, das ist wirklich ein tolles Gerät, was hier seinesgleichen tut. Also, falls ihr daran Interesse habt, klickt mal den Link in der Videobeschreibung an. Da kommt ihr direkt auf diese Produktseite, könnt ihr euch mal selbst hier informieren. Und dann würde ich sagen, steht es auch schon fest, unser Vergleichssieger wäre jetzt hier der Tineco FloorOne S3 Nass- und Trockensauger. Wir gehen jetzt nochmal kurz die wichtigsten Vorteile durch. Wir haben zum einen mal hier ein kabelloses Gerät mit einer schönen langen Laufzeit, ein Dual-Tank-Design. Er ist leistungsstark und kann auch hier mit einer App komplett gesteuert werden, was auch hier ein großer Vorteil ist. So, das soll es nur gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alle Linksinformationen zu diesen Nass- und Trockensaugern, die gibt es unten in der Videobeschreibung. Schaut dort mal rein, klickt dort mal die Links an. Dann würde ich sagen, sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Also bis bald.